Ihr habt Damian die Herrschaft des Drachen gezeigt und nun benötige ich sie ebenfalls. Ich habe das Schutzamulett, das wir zu Betreten der Halle der Seelen benötigen. Trefft mich in der großen Halle von Aleroth, wo ihr mir helfen müsst, die Wellen des Bösen aufzuhalten, die bei der Suche nach dem Schutzamulett freigesetzt wurden. Die Stadt wurde überrannt und bis zum Morgengrauen wird sie in Trümmern liegen, wenn ihr nicht kommt. Ich brauche euch, Drachenritter. Ich störe euch nur ungern, aber ich möchte euch diese Personen vorstellen. Habt Dank. Diese Männer haben unter Leiken gedient. Nicht aus freien Stücken, sondern unter Zwang. Und nun werden sie euch dienen. Thomasius, Dietmar und Harold sind altgediente Sammler und werden das Land nach den Bezauberungen, Edelsteinen und Zutaten durchforsten, die ihr wünscht. Ihr solltet wissen, dass Leiken sie nicht nur schlecht behandelt, sondern auch noch sehr dürftig ausgerüstet hat. Das könnt ihr jedoch ändern. Euer Ausbilder kann sie mit Waffen ausstatten, euer Bezauberer kann Rüstungen für sie schmieden, die ihre... Sollten sie sich auf ihren Reisen Verletzungen zuziehen, müsstet ihr euren Alchemisten anweisen, sie zu heilen. Mutiger Zandalor, er hat das Schutzamulett bereits. Lasst seinen Hilferuf nicht auf taube Ohren stoßen, Drachenritter.